Hallöchen, mein Name ist Nadine von stampingclub.de. Ich bastel mit euch heute eine Karte mit dem Stempelset Herbstanfang, das ihr im Herbst-Winterkatalog findet. Wir beginnen mit einem Stück Farbkarton in Vanille pur mit den Maßen 9,5 x 13,8 cm. Mit dem Stempelkissen in Currygelb stempel ich nun die Hintergründe der Sonnenblumen auf mein Papier. Die Sonnenblumen werden im Two-Step-Stamping-Verfahren gestempelt. Achtet dabei darauf, dass der Hintergrund und der Vordergrund der Sonnenblume gleich ausgerichtet sind. Einen Hinweis dazu findet ihr auf der Folie, auf der die Stempel aufgebracht sind. Mit dem Stempelkissen in Espresso werden die Blumenstempel in der Mitte der Blume gestempelt. Je nachdem, wie saftig eure Stempelkissen sind, empfiehlt es sich, vor dem Abstempeln auf den Farbkarton einmal auf dem Schmierpapier abzustempeln. Für die Blätter nutze ich das Stempelkissen in Gartengrün. Ich stemple die Details der Blätter direkt vom Stempelkissen auf den Farbkarton und der Hintergrund, der etwas flächiger ist, mit einmal Abstempeln auf Schmierpapier. In Savanne werden nur noch kleine Spritzer auf die Karte gestempelt. Hier verwende ich einmal den direkten Abdruck aus dem Kissen sowie den Abdruck, der schon einmal abgestempelt ist. Ein Stück Kordel in Currygelb wird zweimal um die Karte gewickelt und dann mit einer Schleife verbunden. Meine Grundkarte bildet ein Stück extra starker Farbkarton in Vanille pur. Für den Text nutze ich ein Stück Farbkarton in Savanne mit dem Maß 6,5 x 3 cm. Hierauf stemple ich den Text in Gartengrün. Die Mini-Stampin-Dimensionals nutze ich zum Befestigen des Texts. Ich achte darauf, dass die Dimensionals meine Kordel später auf der Karte umschließen. Und damit ist meine Karte auch schon fertig. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir hier ein Gefällt mir lasst und meinen YouTube-Kanal hier abonniert. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.